Die Chloe hat eben ganze drei Stücke hergeschafft, aber sehr kleine. Und dann hat sie gesagt, sie müsste erst halt vergessen, ihrer Mutter was zu sagen und musste deswegen jetzt dringend zurück nach drei Stücken Holz. Mit einer langen Überlegung. Guck mal, Brigitte, ist das noch aus Pretoria? Genau, das ist es aber auch. Da kommt es bestimmt. Would you like coffee or tea? All of them. Yes, please. Wir haben jetzt nicht spielen können, weil sie erkrankt haben gegen mich. Ach so. Überhaupt volles Jahr nicht. Ja? Ja? Ist das so schlimm, ja? Ja, ja. Ich konnte ja nicht, nichts betrachten. Hast du noch Gefühl drin? Ja, es ist langsam zurückgekommen. Teile, diese Teil war immer kaputt, diese Teil. Obwohl der gebrochen war, der ging ja einigermaßen noch. Das war dann nicht mal das Schlimmste. Professor Dr. Bocker, bekannt als der Goldpapst. Ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie mit uns das Gespräch führen. Ein voller Goldpapst bin ich eigentlich nicht, sondern eher eine Art Avignon-Goldpapst. Die Avignon und die römischen Päpste haben ja parallel zueinander existiert. Es gibt also mehrere Goldpäpste. Das zum Anfang. Und ich weiß nicht, Goldpäpste, die tragen gewöhnlicherweise solche Mitras und Roben und so. Mit denen kann ich im Augenblick nicht aufwarten. Akbar! What?